Ich treffe heute einige interessante Menschen rund um den Wolfgangsee. Einer davon ist der Daniel Greins, der ist Kapitän bei der Wolfgangsee-Schifffahrt. Und sein Arbeitstag, der beginnt um einiges früher, als das Schiff ablegt. Auch wenn das Schiff heute erst um kurz vor 8:30 ablegt, Daniels Arbeitstag beginnt schon 2 Stunden früher. Das Schiff auftanken, entleeren. Jetzt haben wir einen unangenehmeren Teil auch rum. Die Toiletten. Aber gehört auch gemacht. Und dann noch kontrollieren, ob auch technisch alles in Ordnung ist. Daniel ist schließlich neben Kapitän und Lokführer auch noch gelernter Mechaniker. Wir haben jetzt im Maschinenraum. Schauen wir uns jetzt die ganzen Ölsteine an. Kühlwasser. Optische Begutachtung, ob man irgendwas sieht, ob irgendwas undicht ist. Er kennt das Schiff in- und auswendig und hat Teile davon auch selbst eingebaut. Ich habe das alles selber eingebaut, das Getriebe zum Beispiel. Die Antriebe für die Propeller aufgearbeitet. In den Tiefen des Schiffsbauches wird es dann auch manchmal ganz schön eng. So, schauen wir uns die Feuerwehr an, ob alles funktioniert. Das ist immer Sicherheitseinrichtung, die muss funktionieren. Da haben wir jetzt noch Trinkwasserpumpen. Die probieren wir, ob es schaltet. Ja, da bleibt man natürlich wie ein Kapitän, der läuft da gerade mit einem weißen Hemd um. Aber da auch irgendwas anderes auch noch dahinter steckt, ist eher wenig bekannt. Wenn wir fertig sind mit der VB, gehen wir auf, ziehen uns um, ziehen uns irgendwas Schönes an und dann fahren wir runter. Fesch, schaut gut aus. Jawohl. Das Schiff ist auch ready, aber falls geschaut. Sehr gut, hast du alles hergekriegt? Ja. Dann fahren wir. Passt. Ich darf heute mit Daniel am Führerstand mitfahren. Da haben wir jetzt. Das heißt, wir starten jetzt. Was darf ich da? Schaust du mal die Motoren starten? Wirklich? Ja. Was tue ich? Ich habe ein Auto. Machen wir auch mit Radzündung ein. Ah, okay. Starten. Jawohl. Ja. Generator ist selbe. Jawohl. Jetzt haben wir ins Rad auf und auf fahren. Die 5 Schiffe der Wolfgangsee-Schifffahrt können, je nach Schiff, bis zu 365 Passagiere mitnehmen. Sie verkehren täglich zwischen St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobel. Eine komplette Umrundung mit dem Schiff dauert 2 Stunden und 45 Minuten. Im Sommer und im Advent ist die Schifffahrt besonders beliebt. Im Sommer, in den gewissen Abfahrten, ist schon volles Schiff. Da rührt sich dann schon was. Das sieht man dann, wenn man nach St. Gilgen aufkommt. Dann sieht man schon vor der Weiden, wie es entsteht, die Leute nachsteigen. Entlang der Strecke gibt es einige markante Stellen. Du, und das ist die Falkensteinwand. Das ist Falkensteinwand. Ich finde das immer so gewaltig, wie es da aufkommt aus dem See. Der See ist hübsch in der Mitte vom See, genauso tief wie die Falkensteinwand hoch ist. Das sind 112 Meter. Wenn der Wind und alles passt, dann hat es auch ein schönes Echo. Man könnte jetzt dann gleich das Hochzeitskreuz da fahren. Kennst du da die Geschichte? Gewesen ist laut der Geschichte so, da Bauernleute geheiratet hätten, kurz vor der Hochzeit, ob er mal ins Bauernhaus abgerannt gewesen ist oder irgendwie so war das. Und da ist er recht dabei, seine Schwiegermutter da gewesen. Ei. Und dann? Dann haben sie sich kurzfristig entschieden, das war im Winter, da ist der See zugefragt gewesen, dass sie auf dem Eis heiraten. Dann haben die natürlich, wie es bei der Hochzeit ist, gelacht und gesungen und tanzt und irgendwann ist das Eis gebrochen. Die böse Schwiegermutter war eben schon gegen die Hochzeit. Und anscheinend ist dann die ganze Hochzeitsgesellschaft quasi eingebrochen und die einzigen, die es überlebt haben, sind Brautleute gewesen. Na wirklich. Ist ja eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Eigentlich schon, ja. So ist halt die Geschichte, wie es dann wirklich gewesen ist oder nicht gewesen ist. Ist das nicht auch die Stelle, wo die ganzen Leute immer runterspringen ins genau. Wasser? Ah, das ist schön. Das ist direkt die Einbuchtung da rein. Wenn du jetzt genau schaust, dann sieht man es eher schwer. Da hängt auf einem Baum ein Seil um. Ja. Da haben sie sich dann auch wieder an. Hast du das auch schon mal gemacht? Ja, alles kennt. Und das ist das Ochsenkreuz? Das ist das Ochsenkreuz. Das ist unsere einzige Insel da. Lieb, klar. Schön. Weiter geht's über Fürberg und St. Gilgen und dann wieder retour nach St. Wolfgang. Ich will aber dann noch weiter nach Strobel. Das ist halt wirklich ein Traumtag für so eine Schifftour. Da in Strobel triff ich jetzt den Schnitzer, der die ganzen Krippenfiguren für den Wolfgangsee Advent macht.
Ja, grüß dich, servus. Servus. Habe ich dich gerade mitten beim Arbeiten erwischt? Mitten drin bei der Arbeit erwischt. Was machst du da gerade? Ich mache da jetzt einen Lampefanger für den Wolfgangsee Advent, für die lebensgroße Krippen. Das ist eine Figur, der eine Lampe wieder einfängt, was einem ausgekommen ist. Das treibt einem ein junger Bursch zu. Und er steht halt in breiter Stellung da, damit er es erwischt. Wie kommst du eigentlich auf die Ideen? Weil ich habe in St. Wolfgang und in Strobl habe ich die Figuren extrem bewundert. Ja, die Ideen hole ich mir aus der sogenannten Salzkammergut-Krippe. Und das heißt, die haben alle möglichen Figuren, was im Alltag so, ob das jetzt Bauern sind oder Arbeiterfiguren oder Brauchtumsfiguren, werden die Krippen einbauen. Das heißt, die Ideen gehen eigentlich nie aus? Eigentlich nicht, nein. Die sind so alt, kann ich gar nicht werden, dass die Ideen gar werden. Seit wann machst du das? Ich mache es seit Kindheit an. Also ich habe als Bursche angefangen, hobbymäßig schnitzen. Ich bin am Schulweg bei einem Nachbarn vorbeigekommen, der hobbymäßig geschnitzt hat. Und das hat mich fasziniert. Wenn ich da früher vorbeigekommen bin, da hat er gerade ein Holzstückchen angefangen. Und Mittag war dann schon fast die fertige Figur zu erkennen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Wie fängst du dann an, wenn du da jetzt einen Holzblock hast oder so? Womit beginnst du? Ja, man muss sich vorstellen, es ist kein Block, es ist ein richtiger Baumstamm, wo Rinde noch alles dran ist, also 2 Meter lang. Und dann wird bei der Figur, da braucht er einen Durchmesser von ca. 60 cm, nicht, dass sich die Figur ausgeht. Die Arme haben natürlich nicht Platz, war unvernünftig, weil die würden sicher abbrechen. Nicht? Wenn Maserung, Holzmaserung da quer durchgeht, dann hat das keine Stabilität. Ja, und da muss man sich mal die grobe Form herschneiden. Das macht man mit der Kettensäge. Wenn das jetzt der Rundlingsstamm ist, dann muss man hinten mal die Rückenpartie weg. Und bei diesem Keil zeichnet man dann auf die Kopf-Schulterpartie, geht es runter bis an die Hüften, Kniekehle rein. Nicht? Und dann geht man Stück für Stück, das geht auch noch mit der Kettensäge, die grobe Form rausschneidet, bis man es dann eben schnitzt. 2 bis 3 solch lebensgroße Figuren schnitzt Matthäus jeden Sommer für den Wolfgangseer Advent. An einer Figur arbeitet er bis zu einem ganzen Monat. Das ist eigentlich gerade bei großen Figuren eine anstrengende, harte Arbeit, aber der Spaß oder die Herausforderung ist dabei, aus einem Holz drum was weggeben, dass was rauskommt, was man sich vorstellt. Wenn das gelingt, das ist das ganze Spannende dabei. Und diese Vorstellung nimmt hier schon Wirklichkeit an. Für mich geht es dann wieder weiter, natürlich mit dem Schiff. Da in Gschwend triff ich jetzt wen, der den See ganz besonders gut kennt. Ja, Christi. Christi, servus. Darf ich mitfahren heute mit dir? Ja, hast du Glück, ich fahr gerade weg. Ferdinand ist hier am See aufgewachsen und fährt fast jeden Tag zum Fischen hinaus. Heute darf ich mit ihm mitfahren und ich bin schon gespannt, ob wir etwas fangen. Du kennst den See dann schon in- und auswendig, oder? Also im Sinne von, wo du deine Fischerplatzl hast. Ja, das glaube ich zumindest immer. Aber durch das, dass er so tief ist und also sehr strukturreich ist, ist eigentlich immer ständiges Suchen nach den Fischen. Also es ist wirklich meist so ein bisschen wie auf der Jagd. Also man ist immer so hinten nach und man probiert halt, also man versucht, dass man die Bedingungen so einschätzt. Und sie ein bisschen so in die Fische reinversetzt, was die jetzt quasi machen würden. Das beschäftigt man eigentlich die ganze Zeit, wenn man heraus ist. Also es ist immer so hinten nachsuchen und stöbern und manchmal wird man halt fündig. Manchmal nicht, also oft nicht. Man wird oft nicht fündig. Aber es macht nichts, weil es immer schön ist heraus und das ist komplett egal. So, du schmeißt uns jetzt bitte den Anker rein, weil jetzt sind wir auf dem Platz, wo wir gleich fischen. Damit wir einen sicheren Stand haben, damit uns nicht umeinander treibt. Also ich habe da jetzt einen Dosenmais, also der wird schon hergenommen zum Fischen, wahrscheinlich seit dem Produzieren. Ja. Der aber immer funktioniert eigentlich. Und da werden wir jetzt ein bisschen was hinter das wissen, dass da was zum Fressen gibt. Ja, das ist einfach so ein kleiner Trick, dass wir ein bisschen eine Chance haben in dem großen See. Wie lange sitzt du dann immer? Also im Schnitt bin ich zwischen so um die 4 Stunden. Am See? Bin ich draußen oder am Ufer halt. Aber ich finde es voll angenehm ruhig da einfach. Es ist wirklich so, man kommt da so runter, oder, am See. Das ist in dem Sinne ist nicht schlimm oder so, wenn du jetzt nichts fängst. Also du gehst jetzt nicht heim und ärgerst dich oder sowas. Man ärgert sich zwischendurch manchmal, wenn es halt, weiß nicht, wenn's was mit der Schnur hat oder es geht irgendwas nicht technisch oder so, jetzt technischer Natur. Das heißt, sogar wenn du 4 Stunden da sitzt und nichts fängst, gehst du heim und sagst so, yes, es war ein cooler Tag. Ja, also. Nicht unbedingt, also man braucht schon einen gewissen Ehrgeiz, braucht schon, weil sonst sitzt nicht so lange.
man braucht, es hat einmal einer gesagt, englischer Fischer hat einmal gesagt, man braucht eine kontrollierte Ungeduld als Fischer. Das ist echt das, was das genau ist, das ist bei Ihnen ein bisschen anders wahrscheinlich. Was heißt der kontrollierte Ungeduld? Ja, dass man halt nicht hektisch wird oder so, weil dass man schon, also man ist jetzt nicht so komplett irgendwo und schaut in die Luft, man ist schon sehr fokussiert die ganze Zeit. Mhm, okay. Und man tüftelt und man denkt nach, was könnte man anders machen, wenn es nicht so läuft. Ah ja. Und man registriert und merkt sich halt die Sachen, die funktionieren. Okay. Und die machst du nächstes Mal genau gleich und dann funktioniert es wieder nicht. Also es ist ein ständiger, es ist ein Prozess, sagen wir mal so. Hast du jetzt das gefangen? Ja, das wird ein Rodau sein. Mutte jetzt einmal, das sind oft die Fische, die sich als Erster am Platz einfinden. Ja gut, die Kress, der darf wieder schwimmen. Das ist klar. Ja. Aber das heißt, dass da jetzt ein Schwarm ist quasi? Oder dass zumindest mal Fische da sind? Es schaut so aus, als wäre ein Fisch da. Also ein Rodaug ist selten allein da. Okay. Meistens sind dann erstens nur Praxen mit dabei und andere Rodaugen. Wieder? Was kleines oder groß? Das war jetzt spät. Also besonders finde ich, ist für mich halt immer, dass ich, vor allem beim Fischen, dass du jetzt so in eine eigene Welt einsteigst. Und also ich habe das große Glück, ich brauche gerade ein paar Meter da mit dem Radl runterfahren und dann bin ich da und das ist halt. Ja, ich weiß nicht, ich kann das glaube ich gar nicht hoch genug schätzen oder in Worte fassen. Das ist halt ein Teil von mir. Mhm. So würde ich es sagen. Wieder zu spät. Du, und was ich immer so mitgekriegt habe, ist, dass der Rheinanken da so besonders ist, oder? Auf dem See? Ja, also es ist halt ein sehr geschätzter Speisefisch und auch für die Angelfischer, sage ich mal. Also für mich ist es auch interessant, weil er einfach gut zum Essen ist und man erwischt ihn, sage ich mal, relativ oft. Und von dem her ist er schon was Besonderes, aber so wirklich was Außergewöhnliches ist eigentlich der Perlfisch. Mhm. Also den gibt es nach jetzigem Wissensstand weltweit, glaube ich, nur noch in 3 Seen. Boah. Und das ist der Wolfgangsee. Mhm. Also bei uns ist er ziemlich zahlreich vorhanden, was man so beim Fischen mitkriegt zumindest. Das ist halt eigentlich das Besondere. Aber den darf man halt nicht essen und nicht entnehmen. Und wenn man fängt, muss man natürlich möglichst schonend zurücksetzen. Die Stimmung da am See ist so richtig entspannend und beruhigend. Ich bleib da jetzt noch ein bisschen, bis wir unser Abendessen beieinander haben. Schon wieder? Ja. Jetzt hast du es, oder? Mhm.